Willkommen zurück, meine Freunde, hier in Hamptonshire oder Hamptonshire. Warte mal kurz die Lautstärke ein bisschen anpassen hier. Ja, willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Hier in Hamptonshire, ne? Wir sind immer noch auf der Mission, ich sag die ganze Zeit, ja, ich habe mal wieder einen Tag Aufnahmepause gemacht. Wir sind immer noch in der Mission mit Alfred, mit König Alfred. Und wir müssen hier, ja, eben die Feiertagslaune verderben. Wird das unschön. Was? Ja, so wie ihm hier. Ein bisschen die Feiertagslaune verderben. Also, Kapuze haben wir auf. Wir befinden uns im Misstrauensgebiet. Ja. Gehen wir dem ganzen Spaß einfach mal ein wenig aus dem Weg. So. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Ja, ihr müsst einen kühlen Kopf bewahren. So, hier in den kleinen Dörfern. Also, Alfred hat sich zurückgezogen in die kleinen Dörfer, um Weihnachten zu feiern. Ich hätte eigentlich gedacht, dass in England zu Weihnachten mehr Schnee liegt, aber ist scheinbar nicht der Fall. Ja, wir finden uns ja auch nicht in England, sondern in Englaland. Von daher würde es dieses fiktive Wetterszenario dann doch erklären. Das ist immer noch so ein bisschen geräuschmäßig, ich weiß nicht so ganz. Ich hoffe, ihr könnt ja mal schreiben, weil ich habe ein bisschen rumexperimentiert in Einstellungen. Denke aber, das sollte jetzt so passen. Also, begib dich zum Vorposten, da werden wir auch schon. Und hier können wir erstmal quatschen. Gedrick, nach Hofeskester war ich nicht sicher, ob du nochmal kommen würdest. Ich habe meine Seite gewählt. Lieber würde ich neben einem Schwein schlafen, als Alfred zu erlauben, mein Land zu brandschatzen. Gudrum wird Alfreds Ehrgeiz wie Unkraut im Dreck zertrampeln. Mercia wird wachsen und gedeihen. Vielleicht sitze ich ja eines Tages auf dem Thron von ganz Englerland. König Gedrick der Trunkenbold. Darauf hebe ich meinen Kelch. Der gute Geddy. Geddy Getzen. Ihr zartbäckigen... Seht ihr, sächsischen Bettnässer, das ist ein wahres Kriegerherz. Willi, welche Geschichten flüsterst du diesen armen Sachsen ins Ohr? Lass mich nicht bereuen, dir zur Jahrswürde verholfen zu haben. Eivor, du weißt, dass ich deine Geheimnisse und Verfehlungen aus der Kindheit mit ins Grab nehmen werde. Gut, ich wäre untröstlich, wenn dir in der kommenden Schlacht etwas zustieße. Eure Reibereien erheitern mich. Ihr lacht der Furcht ins Gesicht und Krautgevatter tot den Bart. Heute werde ich meine Mutter und meinen Herren stolz machen, Eivor. Gott weiß, ich war nicht immer ein guter Sohn. Schön, dass ihr guter Dinge seid. Schlagt euch wacker, meine Freunde, damit wir den Sieg gemeinsam feiern können. Ihr zartbäckigen Angelsachsen, habt ihr eure Mütter mitgebracht? Meine Mutter ist so viel wert wie 10 eurer Männer. Daran zweifle ich nicht. Tudor, es tut gut, dich zu sehen. Ich gab dir mein Wort, und nun ja... Alfreds Glaube ist streng, für Heiden hat er keine Liebe. Deine Tage als gottesfürchtiger Knabe liegen hinter dir. Schön zu sehen. Ich bin noch derselbe, doch mein Glaube lag wie ein Schleier auf mir. Ich bin froh, dass du ihn entfernt hast. Nun folgt noch eine Lehrstunde. Du wirst sehen, wie wahre Nordleute kämpfen. Ich bin voller freudiger Erwartung. Daran zweifle ich nicht. Ich habe diese mächtigen... Ja, all unsere Freunde aus den Abenteuern, die wir bestritten haben. Wen haben wir hier noch? Finn, steh gerade. Ein unbekümmertes Herz spornt alle anderen an. Ah, Eivor! Wer wäre nicht erfreut, an deiner Seite zu kämpfen? Und wie fühlst du dich dabei, den Sachsen an ihrem heiligen Tag Leid zu bringen? Es trübt meine Stimmung. Ich habe einiges über ihren Christengott gelernt. Er lehrt Frieden, wo unsere Götter sich freudig in die Schlacht stürzen. Dann lass ihre Freude auch die unsere sein. Vor uns liegen noch viele beschwerliche Schlachten. Und ich werde sie alle mit scharfer Axt und festem Herzen an deiner Seite bestreiten. Der gute Finn. Oh. Ja, das ist so unser Freund, der gottesfürchtige Priester. Die Olaf, wieder bist du meinem Ruf gefolgt. Das bin ich, doch es bereitet mir Unbehagen, Eivor. Es ist ein christliches Fest und die Menschen hier sind keine Krieger. Ich bin nur wegen Alfred hier. Unschuldige werden deinetwegen sterben. Jetzt bin ich dein Verbündeter.
Doch nach alledem muss ich zurück nach Mercia. Ich habe viel Buße zu tun. Solange ich deine Freundschaft nicht verliere, dein Eid gilt als erfüllt. Ja. Viele Unschuldige. Eivor! Schön, dich zu sehen. Erke, Stoe, ich entband euch eurer Schuld und doch seid ihr gekommen. In London ist es ruhig und Stoe saß das schlechte Gewissen im Nacken. Ich konnte dich nicht enttäuschen, Eivor. So etwas tut ein ehrenwerter Mann nicht. Also bin ich hier, trotz aller Vorbehalte. Und du, Bruder, dich hätte ich hier nicht erwartet. Ich habe mich um meinen Bruder gekümmert und ihn mit Beigaben nach Valhall geschickt. Ich habe genug getrauert, Eivor. Jetzt bin ich wütend. Sehr gut. Ach, die beiden kennen wir doch auch. Viel zu verdanken, Liebster. Ich meine. Da bist du, ja, Rabe. Jofina, Jör, es wärmt mein Herz, dass es euch gut geht. Gut wie eh und je. Noch besser, seit wir diese Ordensratten erlegt haben. Auf Elfreds Geheiß erledigte ich in Winchester noch mehr von ihnen. Und jetzt holen wir uns ein Königreich. Wie schnell eine Münze sich dreht, wenn sie von Hand zu Hand geworfen wird. Nur ein Narr würde darauf wetten. Das stimmt. Elfred wollte mich benutzen. Doch in Chippenham wird es ihm anders ergehen. Ich weiß, ich weiß. Und mit diesem letzten Gefallen wird die Schuld beglichen sein. Ich will zurück nach Hause. An unseren eigenen Herd. Das kann ich mir vorstellen. Gut, na dann. Alle begrüßt. Alle wohl auf. Habt ihr gut rum. Ah, du hast es unbeschadet hergeschafft. Sie sind gekommen. Aus ganz Englerland. Ich hielt es nicht für möglich, Eivor, dass du Sachsen und Nordmänner unter deinem schwarzen Rabenbanner vereinen würdest. Sie sehen die Tyrannei des Elfenkönigs. Er würde sie unter seinem Stiefel zermalmen und seinen Gott in ihre Herzen zwängen. Also, wie lautet der Plan? Wann beginnt ihr Feiertag? In nur wenigen Nächten. Aber ihre Vorbereitungen laufen bereits. Wir sollten jetzt losschlagen. Das wäre unklug. Die Wege zum Dorf sind mit Kriegern gesäumt. Dann in der Nacht ihres Festes im Schutze der Dunkelheit. Das ist unser Moment. Obers Tod ist nicht umsonst gewesen. Wir erwarten deine Anweisungen, Eivor. Lass uns den Plan durchgehen und angreifen. Ich muss erst mit meinen Verbündeten sprechen, das haben wir schon erledigt. Planen wir den Angriff. Doch was auch passiert, Elfred gehört mir. Sie erwarten uns nicht, also müssen wir auf dem Weg wenig Gegenwehr befürchten. Also schleichen wir uns über die Felder an? Wenn sie uns sehen, ist es bereits zu spät. Deine jungen Sachsen können unsere Späher im Westen sein. Wir halten ihre zarten Hände lieber aus dem Getümmel heraus. Meine Kundschafter haben mir berichtet, dass die ersten Ederlinge bereits eingetroffen sind. Gut. Wenn wir die Tarne ergreifen, kommen sie uns nicht in die Quere, wenn ich mir Elfred hole. Und wir könnten sie dazu bringen, einen neuen König von Westsaxe zu unterstützen. Ich werde sie unterwerfen. Nimm die Orla von Tudor mit. Sie könnten bei der Überzeugung der Tarne behilflich sein. Bruder, nimm mit Erke und Stoe die Feste ein. Erledigt jeden Sachsen, der sich in das Dorf wagen will. Gerne, Eivor. Jeder kennt seine Aufgabe. Mögen ihre Klingen an unserem Mut zerschellen. Holla de Woodferry, jetzt geht's scharf. Bin gespannt. Weihnachten. Im halben Jahr ist Weihnachten, Leute. Heute fällt Westsaxes letzter Widerstand. Eivor, ich folge dir. Ich auch. Seid gefräßige Wölfe und krächzende Raben. Bleibt standhaft mit der Axt in der Hand. Dann stehen wir diese letzte Schlacht gemeinsam durch. Und vergesst nicht, Elfheit gehört mir! Soma zu mir, alle anderen auf direktem Weg ins Dorf.
So, finde Alfred und stell ihn zur Rede. Soma begleitet uns. Seid auf der Hut vor verstreuten Wachen. Yuffina, Sir, haltet die Flanken dicht. Wir holen uns direkt Alfred. Wir vertrauen den anderen. Nähert euch dem Dorf und wartet auf mein Zeichen. Aufpassen auf Wachen. Denn ich glaube, die schlafen nicht, weil es sind ja Wachen. Jagen wir die Ratte aus diesem Gotteshaus. So, wartet kurz. Stopp. Wieso geht er wieder runter? Ich wollte eigentlich einen Schleichangriff machen. So. Nächste Wache. Da hinten zwei, wir gehen hier lang. So, finde Alfred. Ich vermute im Gotteshaus selber. Da. Wusste ich's doch. Stehen hier Wachen davor? Nein? Ja, der ist drinnen, ja. So. Guten Abend, die Damen. Alfred! Stell dich mir! Und meine Fackel wird den Rest von Westsexe verschonen! Hast du wirklich geglaubt, mein König würde dir den Rücken zukehren, Eivor, wenn deine Klinge noch vom Blut von Wareham trieft? Geh zur Seite, Godwin. Ich bin wegen Alfred hier. Alfred ist längst fort. Und dieses christliche Fest ist nichts als ein Honigtopf, um die Wespen anzulocken. Wo ist er? Er sammelt seine Verbündeten. Alle, die Westsexe unter einem Gott vereint sehen wollen. Du kannst Englerland nicht mit einer Horde Bauerntölpel und gottloser Heiden erobern. Wenigstens würde ich sie nicht zum Sterben zurücklassen, während ich mich wie eine Ratte davonschleiche. Du hast keine Ahnung von Pflichtgefühl oder dem Treuedienst, den ich bereitwillig leiste. Sein Plan für Englerland, für die ganze Welt, ist meinen Tod wert. Dann sing dein letztes Loblied. Komm, Rabenehrer, lass uns kämpfen. So, Mr. Godwin. Komm mal ran auf den Meter. Solch blinde Wut. Mein Tod ist nicht von Belang, solange Alfred sicher ist. Ist dir dein Leben gar nichts wert? Komm hier, ja. So, stirb in deinem eigenen Feuer, Junge. So, ups. Der zündet alles an hier, ernsthaft? Keine was? Ich hab echt... Was ist denn los? So. Du kleine Ratte. Du bist besiegt, Godwin. Besiegt? Nein, sicher nicht. Durch meinen Tod wird mein König leben. Alfred hat dich ausgenutzt. Er warf dich mir in den Weg. Doch wofür? Er verzögert nur das Unvermeidbare. Dann töte mich. Es spielt keine Rolle. Hier stehst du nun blutverschmiert und außer Atem. Doch keinen Schritt näher an meinem König oder seinem Thron. Diese Insel wird niemals deine Heimat sein, Eivor. Du wirst sie weder mit Gewalt noch mit anmaßenden Worten erobern können. Wir Sachsen werden standhalten. Schulter an Schulter gegen Diebe und Tyrannen, die ihren gierigen Blick auf unser Englerland richten. Nein,
Ich werde dich benutzen, wie ihr mich benutzt habt. Nach nur ein paar Stunden mit meinen Männern wirst du uns zu deinem Spatzenkönig führen. Das werde ich nicht zulassen. Autsch. Tja, ich wollte ihn verschonen, ihr habt's gesehen. Er wollte nicht. Dann suchen wir mal den Spatzenkönig, den König der Elfen. Suma! Männer aus Westsexe! Sie kamen plötzlich aus allen Löchern! Soma, Rückzug! Für das Leben! Nein! Für den Tod! Für den Ruhm! Soma! Für Freiheit! Nein! Nein! Jetzt. Hau ab, Alter, jetzt reicht's mir. Also jetzt ist echt Ende hier. Du musst mit den anderen kämpfen. Die Männer werden sich nicht ergeben. Ups, Fotomodus, warte. Nee, jetzt ist hier, jetzt ist Polen offen, Jungs. Jetzt mache ich euch fertig. Es kann ja wohl nicht wahr sein. So mal abgeschlachtet hier. Die kleinen Ratten. Komm ran! Mieses kleines. Alter Schwede. Wie komme ich hier rein? Übers Dach? Über die Tür? Okay, alles klar. Helfen? Nein, aber unsere jungen Sachsen wurden überfallen. Einer ist verwundet. Halte diese Männer zurück. Ich suche sie. Geh, Evo. Die kommen nicht an uns vorbei. So. Lasst meine Jungs in Ruhe, ey. Unwald! Komm, steh auf! Verschnaufen ist jetzt keine Zeit! Ich kann nicht. Sie erdrückt mich. Unwald, hoch mit dir. Verzeih mir, Unwald. Ich hätte schneller sein müssen. Nein. Nein. Du warst mein standhafter Beschützer. So. Unwald in Sicherheit bringen? Unwald, hör mir zu. Du hast die Schlacht von Botolfstone überstanden. Lass dich nicht von diesem Kratzer unterkriegen. Mir ist so kalt. Ist der Winter hereingebrochen? Du wirst dich schon bald mit Met und deinem Tanz wärmen, mein Freund. Wohl eher nicht, Eivor. Ich werde schon bald neben meinem Vater sitzen. Ob er wohl stolz auf mich ist? Er wird dich an seine Brust drücken, dich warm empfangen und dir sagen, dass nie jemand einen würdigeren Sohn gehabt hat. What the fuck? Ich bin froh, dich gekannt zu haben, Eivor. Du treust. Soma tot, Unwald tot. Was ist mit den anderen? Was ist mit den anderen? Du hättest. Ich sollte nach Guthrum in der Festhalle suchen. Yes.
Ab gut rumretten. Fuck, 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 fuck. Was ist hier los? Komm mal mit, du kleine Ratte. Ich muss wissen, ob Bruder die Feste erobert hat. Ja, wir gehen gleich. Gehen gleich zu Bruder. Aber erstmal schnell hier raus. So, wo legt man den am blödesten hin? Hätten wir den hier vorne mit hinsetzen können eigentlich? Da saßen doch schon ein paar Verschnürte, ne? Hier, genau. So, und bleib da. Okay, ab zu den anderen. Hier ist noch Action vom Feinsten. So. Na, Eber. So. Gut, 100 Meter. Jetzt kannst du ihn holen. Guck mal, das ist abgelenkt. Zack. Hier geht's weiter. Wo wollte der denn hin? Ich finde einen Weg, die Tore von innen zu öffnen. Yes. Beeil dich! Sie schicken ohne Ende Verstärkung. Okay, beeilen. Hier? Guck mal. Ich komme hier nicht durch, ernsthaft? Das kann doch nicht sein. So. Ja, mit dir. So. Ich wollte ja keine Falle stellen, Mann. So, sichere die Festung. Ciao. Na? Da gehörst du hin. Ja. Ist da oben schon wieder einer? Ich hör's doch. Ich hör dich doch. Wo ist er? Hi! Das waren soweit alle. Haltet die Feste unter Kontrolle. Ich muss den anderen helfen. Okay, wo geht's weiter? Was mit dem da unten? So. Okay, weiter geht's. 150 Meter jetzt nach oben. Wenigstens konnten wir Bruder helfen.
Hier oben geht's weiter. Alter, schießt ihr schon auf mich? Gott, verleih dir Stärke! Na, da sollst du hin. Gemeinsam, Jesus, führe meine Hiebe! Jesus führt bei dir gar nichts mehr. Du bist so unwillig! Sie sind geschwächt! Bring mir es zu Ende! So, Alter. Für Eivor und den Rabenclan! Alter! Ich bin Willi! Jawohl, Willi! Halt drauf! Komm hoch hier! So! Diese Dänen trotzen unserem Gott und dem König! Sachsen bekommt das niemals! Never! Na? Ihr bezwingt uns nicht, ihr Hunde! Nicht am Weihnachtsfest! So, wo muss ich eigentlich hin? Muss ich Geld mitnehmen? Soll ja nicht umsonst gewesen sein. Bleibt standhaft! Gott beschützt uns an seinem heiligsten Tag! Besiege die Sachsen. Sehr gut. Was ist hier los? Genug jetzt! Gott verfluche solch Schwert! Diese Dänen trotzen unserem Gott und dem König! Wo ist denn der? Willi? Jetzt bezahlt! Bleib standhaft! Das laufen davon! Die Schlacht ist gewonnen! Das war's! Sie fliehen! Alter Schwede, Leute, Leute! Oh, aber schwere Verluste eingefahren. Soma und Hunwald. Ah, das war krass. Dieser scheiß Elfreder, sorry. Sie sind vertrieben! Die Stadt gehört uns! Westsachse wird folgen! Ja, Guthrum. Wir haben Verluste erlitten. Einige von ihnen wiegen schwer. Ihr König ist geflohen. Sein Schoßhund ist tot. Die Niederlage hallt in ihren Ohren. Noch vor dem Frühling werde ich ihr König sein. Guthrum, hör mir zu. Soma ist... Sie ist tot. Soma? Tot? Sie ist bei Odins ewigem Festmahl und gereicht ihm zur Ehre. Oh nein, Lufina. Ich muss mit den Überlebenden sprechen. Oh fuck, nein, Lufina. Es ist vollbracht, Bruder. Du hast gut gekämpft. Ich sah ihn, Eivor. In meiner dunkelsten Stunde stand Brody an meiner Seite. Und alles war wie früher. Dann endete die Schlacht. Nun spüre ich ihn nicht mehr. Es wird weitere Schlachten geben. Ja, und dort wirst du mich finden, Eivor. Knietief warte ich durch Tod und Blut mit Brody an meiner Seite, bis eine Walküria mich holt. Du hast mir mehr gegeben, als ich je hätte verlangen können. Wie soll ich das wieder gut machen? Vergiss ihn nicht. Wenn ein Krieger betrauert wird, seine Taten gefeiert und seine Lieder gesungen werden, kann er niemals sterben. Okay. Naja. Wo recht, aber Lufina ist sehr traurig. Hier ist, denke ich. Lufina. Götter, ich wusste es nicht. Ist der. Schweig. Worte ändern nichts mehr, Eivor. Schweig einfach. Er ist tot. Für jeden Tag, den ich mit dir verbringen durfte. Für jedes süße Wort, das du mir zuflüstertest, danke ich dir. Nie mehr. Fahren deine Finger durch mein Haar. Nie mehr umschließen mich deine Arme. Von jetzt an sind die Tage kalt. Aller Farben beraubt. Leb wohl, mein Einer. Mein Herz stirbt mit dir. Was übrig ist, macht weiter.
Fuck. Deine erste Schlacht, Elorik. Du hast gut und ehrenhaft gekämpft. Ist dies der Ruhm, den ihr Dänen sucht? Behaltet ihn. Ich sah Hunwald sterben. Das Licht schwand in seinen Augen. Das hätte ich sein können. Du wirst nie mehr derselbe sein. Doch wird es dich stärker machen. So viel Zeit verschwendete ich darauf, wie ein Kind zu schwollen. Jetzt nicht mehr, Eivor. Nicht mehr. Wo sind die anderen? Dass alle, die übrig sind? Kann doch bald gar nicht sein. Er wird richten, die Lebenden und die Toten. Jorlaf, Gedrick, ihr seht so ernst aus. Solch heilige Feste mit Blut und Mord zu stören. Ich fürchte, dass Gott mir das nie vergibt. Wäre dein Gott auf Elfreds Seite gewesen, wir hätten nicht gesiegt. Also tatest du vielleicht doch sein Werk. Elfred lebt noch. Und nun bin ich ihm zweifach Feind. Gib mir noch einen Kampf und ich mach gerne drei daraus. Er ist zahnlos und kaum eine Bedrohung für uns. Dieser schlüpfrige Aal mag dich noch überraschen. Der Pfad der Sühne ist lang und einsam. Bald muss ich meine ersten Schritte darauf tun. Deine Schulden bei mir sind getilgt. Ich wünsche dir eine gute Reise. Wo sind Stuwe? Fehlen da noch zwei. Hier, fehlen noch mehr. Oh Gott sei Dank. Jeder blaue Kreis ist ein Überlebender mehr. Erke, du trägst deine Stirn in Falten. Stowe trifft dies alles schwer. Du weißt, wie stark er fühlt. Er ist ein Mann des Glaubens mit hohen Werten. Kein Wunder, dass es ihn quält. Dich zu unterstützen hat ihn viel gekostet. Ich bringe ihn zurück nach Lunden. Vielleicht findet er dort Trost. Du bist sein Trost, Erke. Nicht die Stadt, die du schützt. Er ist in guten Händen. Da ist er. Hab Dank, Stuwe. Du kamst mir zu Hilfe, als du dich hättest abwenden können. Und doch bricht es mir das Herz, zu sehen, was wir heute getan haben. War es die rechte Wahl? Ich weiß es nicht. Aber es ist geschehen. Hätte Elfred seinen Willen, gäbe es nie Freundschaft zwischen Nordleuten und Sachsen. Du kämpftest für den Frieden. Sei stolz darauf. Ich wünschte, das könnte ich. Vielleicht mit der Zeit. Hier hätten wir noch einmal quatschen. Oh, Gott sei Dank, Judah. Bist du verletzt, Judah? Nur Schramm. Ich habe den Herrn in mein Herz geschlossen und er hat über meine armen Knochen gewacht. Die Gefallenen sind nun bei ihm. Und meine heidnischen Freunde? Einst glaubte ich, dass die, die sich seines Lichtes verwehrten, verdammt seien. Doch wer die Freundschaft so ehrt, ist ein Teil meiner Gemeinde. Obwohl dein Gottessohn den Frieden predigt? Den werden wir haben. Christen und Heiden. Seite an Seite. Nie soll er gebrochen werden. Das würde deinen Christus freuen, glaube ich. Deine Freya ebenso. Na, das denke ich doch. Oh, Willi! Glaubst du, es wird ein Tag kommen, an dem der Sieg nicht mehr ausreicht? Du kannst jederzeit gegen mich kämpfen, wenn du eine völlige einnässende Niederlage erleben willst. Allein meine Anwesenheit würde das unmöglich machen. Genieße diesen Sieg, Eivor, was er dir auch bringen mag. Nur Feiglinge glauben, sie leben ewig. Okay, also bleibt's bei Hunwald und Soma. Vorerst. Und Jör. Jör dürfen wir nicht vergessen. Ruht in Frieden, meine Freunde. In der nächsten Folge werden wir dann sehen, was uns das Ganze gebracht hat. Also dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob.